Pegida, Hogesa. Eure Demos laufen kein Meter. Jeder kann euch den Rassismus ansehen. Wir können einzeln zusammenzählen. Denn dein Flüchtling kürzt dein Lohn und erhöht die Miete deiner Wohnung. Pro auf die Straße gehen, pro Tatendrang. Aber who the fuck ist dieser Abendland? Dieses Jahr gab's so Scheiße auf dem Gartenteller. Kreuzritter verkleidet als verteidigende Abendländer. Alte braune Wurzeln finden 17.000 Samenspender, die was anders wollen, aber nicht den Staat verändern. Nein, sie wollen bloß nicht zu weit gehen. Ihnen wird's schon reichen, wenn die Ausländer heimgehen. Lernt erstmal rechnen, ihr Haufen Idioten. Sachsen hat 2% Ausländerquote und über 8%, die keine Arbeit finden, obwohl die Statistik auf arabischen Zahlen gründet. Ist also klar, dass ihr misstrauisch seid. Die Geschichte hat angerufen, Misthaufen Zeit. Also müssen wir das aktiv erledigen. Denn ekliger als ihr ist nur die Rolle von den Medien, die sich ohne Scham jetzt zum Stell als progressiv betan. So, als ob sie vorher nichts geschrieben haben, jetzt vor Pegida waren. Voll die Aufgeklärten, ich zitiere Berliching. Ihr lest besser Zauberlehrling, denn Pegida sind die Geister, die ihr rief. Mit eurer ständigen Islamophobie schafft ihr die Minimis von Sarrazin und Bruder. Und wenn der Haufen dann in grellen Farben lodert, stellt sich die Frage, wer war Biedermann, der Brandstifter? Wer die Bleistiftmine, wer der Anspitzer? Wer war die Tinte und wer war die Feder? Warum ist Pegida angepisst wie Harald Ebert? Ihr sagt bestimmt, das wären hinkende Vergleiche. Ich bin ehrlich, ihr stinkt mir zu sehr nach Leiche. Also lese ich nur die Zeichen dieser Zeit. Kein Vertrauen in Medien, kein zur Polizei. Wollen wir nicht, dass Rassisten wieder lynchen? Sollten wir es machen wie in Kassel, Bonn und München? Solange Politiker die Angst weiter nähren, müssen wir selber den Anfängen wehren. Das heißt nicht nur Lieder droppen und auf Frieden hoffen, sondern rausgehen und Pegida stoppen.